Auf geht's. Viel Vergnügen euch allen. Weiter. Der nächste Kampf kommt rein. Die Damen und Herren hier oben greifen wir an. Wir erlauben zu zaubern. Ein schöner Sieg. Niemand stirbt auf unserer Seite. Wir bekommen einen Ring des Widerstandes. Können wir einem unserer Helden geben und für die nächstgelegene Stadt einen dicken Batzen Produktion. Und kann er den Ring tragen? Unser Held? Den Ring des Widerstandes? Ja, eindeutig. Innerhalb einer Runde können wir nicht angreifen. Können wir innerhalb einer Runde noch heilen? Nee, dann müssen wir ins eigene Territorium. Wir ziehen ja schon mal dicht dran. Und ihm etwas in die Richtung hin. So, jetzt sind wir in Westpracht in unserer neuesten Stadt. Und einmal ausheilen und mit viel Glück zumindest den hier mal säubern. Noch mehr Erfahrung und Beute sammeln. Das sollte eigentlich drin sein. Oder unten noch Beute sammeln. Oder hier. Das schaffen wir. Einmal dahin. Einmal ausheilen. Am Rand des Territoriums bleiben. Eine Runde aussetzen. Trefferpunkte sammeln. So, mit dem Scout sind wir einfach im Fog of War unterwegs. Am Nordwesten der Karte. Hier ist Ende Gelände. Um den Stadtstaat buhlen wir gerade hier. Boah, da liegen zwei direkt nebeneinander. Ich wette, die haben gleich ein Problem. Oh, da oben ist eine Feindarmee. Hier wollen wir wieder rauf. Ja. Vorher sorgen wir noch mal ein bisschen für Chaos hier. Mit ein bisschen Glück entsteht eine Plage, die unsere Nachbarn quält hier. Das heißt, wir stellen uns hier hin. Buddeln bitte einmal. Und ziehen dann nächste Runde hier drauf und geben Fersengeld. Vielleicht haben wir Unheil angerichtet dann. So hübsch. Also ich weiß, wir haben jetzt schon viele Streams, viele Videos absolviert mit Age of Wonders 4. Der Zauber des Anfangs ist nicht verflogen, aber ein bisschen gedämpft. Aber ich schaue die Karte mir immer noch gerne an. Also grafisch ist das echt schön. Ne? Und das ist uns Spiele wie Age of Wonders 4, vor X Rundenstrategiespiele und auch wie Humankind, setzen natürlich an das kürzlich angekündigte Civilization 7. Erhebliche Ansprüche in Sachen Grafik. Beide Spiele sind bildhübsch anzusehen auf der Strategiekarte. Wunderhübsch anzusehen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie Civ 7 dann wirkt grafisch. Civ 6 sieht man ja auch in der gesamten Optik an, dass das Spiel einen sehr starken Brettspielcharakter auch hat. Ne? Also dass es aus der Ecke herauskommt. Es wirkt eben mehr als ein Brettspiel als diese Spiele hier, die de facto natürlich ein ähnliches Untergerüst haben bei den Spielmechaniken, aber doch lebendiger wirken von der Grafik her. Nicht von der Grafik her und nicht ganz so abstrahiert. Bin sehr gespannt. Eine Runde weiter hier. Man kann die Items auch im Heldenmenü verkaufen, wie das in dir stimmt, allerdings zu einem deutlich schlechteren Preis, als wenn man einen Herrscher hat, mit dem man gut befreundet ist, dann sind die Preise viel, viel besser. Handelsangebot. Offene Grenzen. Wir sind doch gerade, sind wir bei ihr nicht in, um die Ecke unterwegs, bei Lisbeth Schmidt. Wir können das für eine Runde noch annehmen. Ja, hier, wir wollen doch gerade hier durchreichen. Das ist doch Lisbeth. Wie gut, sie macht uns gerade ein Angebot. Wir wollen gerade bei ihr rein. Das ist ja perfekt vom Timing her. Angebote anzeigen lassen? Ja, nur dir zu Ehren, Lisbeth Schmidt. Ich selber war mir nicht sicher gewesen, aber ich mache dir gerne eine Freude. Falls ihr euch fragt, wie ist der Name entstanden?
Ich bin's schuld, ich hab's verbockt. Ich hab irgendwann mal rumgetüftelt, als ich das Spiel gerade hatte, an Völkern, hab Sachen ausprobiert, hab mal irgendwie so aus Jux und Dollerei so eine 2-3-Runden-Partie gestartet, hab dabei nicht auf dem inneren Schirm gehabt, auf dem Radar gehabt, dass dann diese Anführerin übernommen wird in den Pool der Anführer, die bei Spielstart der eigenen Partien dann als KI-Konkurrenten entstehen werden. Deshalb haben wir hier einen, den kölschen Namen Lisbeth Schmidt. Ich bitte herzlich um Verzeihung. Man kann die auch löschen. Man kann auch sagen, hey, ich habe rumgetüftelt, aber ich will denen nicht im Spiel begegnen. Hier habe ich nicht dran gedacht. Ne? Deshalb ist der Name so bekloppt. Ist halt ein kölscher Name hier, Lisbeth Schmidt. Ja, die Lissi ist das hier. Offene Grenzen machen wir gerne. Können wir durch Erreichen durchreiten hier. Ach, das ist sein Reich. Das ist sein, genau. Das ist von ihm, das sind die Konkurrenten und hier kommen wir rein. Graktur, der mit seinen Schattenwandler-Elfen, ich glaube nicht Everybody's Darling ist, der hatte glaube ich ein paar Problemchen mit anderen, hat mit allen Frieden, aber nicht wirklich gute Beziehungen, kann man echt nicht sagen. Seht ihr hier oben im Beziehungswert jeweils, das heißt mit ihm wollen wir uns bitte nicht anfreunden. Ich will auch keine offenen Grenzen und kann nichts, halten wir lieber Sicherheitsabstand. Ed Schmidt-Lisbeth, ja, Balladrin, ganz genau. Man kann auch einstellen bei Partiestart, dass man nur vorgefertigte Ziffs bekommt, meint Daishi im Chat. So, jetzt wären die hier da, hätten wir genug Imperiumspunkte. Wollen wir die mal langsam ausgeben? Das hatten wir schon. Wir haben 2 Flüstersteine sind unterwegs. Damit bekämen wir gegen 75 Imperiumskosten 20 Wissen mehr. 2 der 3 Flüstersteine sind bei Stadtstaaten. Also entweder 20 Wissen mehr oder mehr XP für alle unsere Einheiten. Vasalleneinheiten sind stärker. Das ist nun ein einmaliger Boost, den brauchen wir nicht unbedingt. Das haben wir gleich freigeschaltet hier. Küsten und Flüsse geben mehr Nahrung. Haben wir viele Flüsse, könnten unsere Städte etwas schneller wachsen. Das finde ich overpowered. Freue ich mich jedes Mal. Städte können 2 Provinzen weiter expandieren ohne Rathaus. Das finde ich so krass overpowered hier. Diese Sache hier. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt. Damit könnten wir viele Tiereinheiten bekommen, die wir behalten oder auch nicht. Die kosten Mana im Unterhalt. Das könnten wir immer machen. Dafür brauchen wir allerdings sehr lange, bei 3 Nahrungsaffinität pro Runde nur. Judge Space meinte auch, das sei overpowered. Das brauchen wir alles gerade nicht. Das hilft uns gar nicht. Wir haben keine Städte mit gemeinsamen Grenzen. Also am coolsten finde ich von dem, was wir kurzfristig bekommen können, entweder auf noch eine Stadt zu sparen. Grüße an den Dinkelkeks, 40. Abo schon. Liebe Grüße an dich, eines unserer schmackhaftesten Community-Mitglieder. Grüße an den Dinkelkeks hier. Danke für den netten Satz, danke zurück hier. Stadtlimit erhöhen, noch eine Stadt gründen oder noch einen Vasallen dazu holen? Sollen wir dafür sparen? Seht ihr irgendwo noch einen Platz für eine 5. Stadt, Leute? Wir könnten auch im Untergrund siedeln. Wir haben aber kaum was aufgedeckt bislang. Im Augenblick ist das alles nicht so spannend. Die Stadtstaaten haben wir überprüft. Alle, mit denen wir gut im Kontakt sind, sind langweilig. Die wollen wir nicht dazu bekommen. Im Augenblick haben wir noch nichts aufgedeckt, wo ich sagen würde, nee, komm, wow. Brauchen wir im Untergrund dringend als Stadt. Derzeit nicht. Und im Obergrund... Hier haben wir alles eng zugebaut schon.
hier unten. Da scheint niemand zu siedeln. Da, wo wir gerade sind, aber da ist viel Asche. Wir haben hier einmal Gold, einmal Astraltau für etwas mehr Wissen und Mana. Ein ganz fettes, das ist, glaube ich, ein Goldwunder. Ein Gold, halt, das ist schon besetzt. Ein Gold, altes Wunder. Das können wir, nee, das ist, was ist das denn hier? Das ist gar nicht in der Karte eingezeichnet bislang, komisch. Also in Aschenlanden zu siedeln ungern, das bringt fast nichts. Wenn wir ganz viel Glück haben, ist nördlich der Wüste noch was Spannendes, aber wie wahrscheinlich ist das? Hey René, liebe Grüße an Jim Rayner. Grüße an dich. Ich habe mich kürzlich noch in deiner Abwesenheit bei dir bedankt für dein langjähriges Mäzenatentum auf Patreon. Nochmal ganz liebe Grüße an René. Danke fürs 41. hier. Und bei dir gelingert nochmal der Hinweis, dass wir das gerade, nochmal danke an René, ein langjährig besetzter letzter Mäzenatenplatz auf Patreon frei geworden ist. Das ist die oberste Stufe dort. Die ist normalerweise immer weg und gerade ist ein Platz frei. Trotzdem bitte nachdenken, bevor er das macht. Auch wenn das Geld immer erst abgebucht wird beim Kontowechsel. Infos haben eure Chatmods. Wie das sind, die hat gerade einen Link gepostet. Wenn ihr darauf klickt, schaut euch gerne mal auf der Patreon-Seite um oder ich zeige es euch in der nächsten Pause. Aber das Terraforming schon freigeschaltet haben. Nee, noch nichts. Noch gar nichts. Noch gar nichts, nee. Also das ist alles stinklangweilig. Wo können wir hier noch eine Stadt gründen? Wir könnten am ehesten sagen. Nee, das ist zu klein. Was sollen wir hier eine Stadt draus gründen? Das ist Weide. Ihr könntet versuchen, nach hier oben durchzukommen von hier. Aber das sind relativ viele Provinzen. Eine, zwei. Also wenn wir das haben, dass man zwei Provinzen weiterkommt. Im Augenblick können wir bis hierhin können wir kommen. Das ist ja ist gar nichts. Wir können einmal, zweimal. Das ist erster Ring sogar. Das ist erster Ring. Das ist zweiter. Das können wir sofort holen. Das ist dritter. Das geht mit der ersten Rathausstufe. Und dann ist Ende. Und das hier ist erster, zweiter, dritter Ring. Dann hätten wir die komplett. Aber dann würden wir nur wegen zweimal, einmal Eisenlager, einmal Gold nach unten hin. Das ist ein extrem hochstufiges Weltwunder. Das kriegen wir in kurzer Zeit nicht. Ob wir dafür wirklich so viel Imperium sammeln wollen, ich weiß es nicht. Und ansonsten, wir könnten gucken, ob hier oben noch was Spannendes ist. Aber schaut mal hier. Das ist ein Provinzwunder. Das könnten wir auch durch einen Außenposten claimen allerdings. Dann haben wir daneben noch ein Eisenlager. Das nutzt nur eine Stadt, einen Mana-Knoten und noch ein Eisenlager. Wir könnten den Helden, der im Augenblick hier unten ist, raufbringen. Und hier oben, neben dem dunklen Unterschlupf, das ist ein Bronzewunder. Oder das claimen und dann in dem Territorium einen Außenposten bauen. Nur um 5... Imperium zu bekommen. Ja, also der zweite Bonus mit der Produktion, der verpufft, der ist der nutzt einem Außenposten nichts, der nutzt nur in der Stadt was. Das nutzt überhaupt nichts. Mehr Mana für jeden Steinbruch in der Stadt. Ich glaube, das sind so alle Sachen, da verzetteln wir uns. Könnten wir hier unten noch eine Stadt gründen? Sollen wir da in die Richtung mal scouten? Eisenlager, Goldader, Glitzerhain, Astraltau, ein bisschen mehr. Hier sind die Nachbarn. Wir könnten da mal runterreiten und statt kämpfen da mal runterreiten und scouten gehen. Außenposten können ein Gebiet extra anschließen, ja. Aber was haben wir davon? Was haben wir hier? Guck dir das mal an. Rund um den Außenposten könnten wir höchstens einmal noch einen Forschungsposten bauen. Kostet viel Gold, bis wir das haben. Für einmal 10 Mana und 5 Forschung. Das lohnt sich überhaupt gar nicht. Wir haben das hier unten gemacht, Daishi. Guck mal hier. Mit dem Außenposten hier haben wir das gemacht. Da haben wir ein Gebiet angeschlossen. Also, es überzeugt mich alles nicht so. Haben wir eigentlich die Ordnungsfertigkeit, mit der Außenposten billiger sind? Ja.
Das heißt, wir könnten viele Außenposten schnell bauen, die würden nur halb so viel kosten. Wir könnten damit statt vieler Städte viele Außenposten schnell setzen. Das wäre eine Option. Wir verstehen uns mit den Nachbarn ganz gut, das könnte helfen. Stattdessen einen der großen Vasallen, eine Vasallenstadt uns holen als fünfte Stadt. Hier sind wir. Im Augenblick haben wir höchstes Vasallentum, das heißt, wir bekommen schon 60% aller Erträge. Das sind hier 54 Gold. Das heißt, wenn wir die Stadt uns hinzufügen, dann würden wir bekommen, ja, so über den Daumen vielleicht 90 Gold. Also sagen wir 45 mehr. Und 15 mehr an Wissenschaft und so weiter halt. Ne? Aber die Imperiumspunkte, die sind weg. Bündnis des Glaubens. Wir verlieren auf 5 Imperium. Durch jeden Vasallen, den wir haben. Müssen wir uns auch überlegen. Wir haben einmal einen Zauber darüber gelegt. Bringt uns das was? Da bin ich mir nicht sicher. Und bis wir hier die Stadt integrieren, müssen wir 410 Imperiumspunkte dafür ausgeben. Und die Stadt hat keine Expansionsgelegenheiten hier. Drumherum ist nur Ascheland. Ich würde die Vasallen Vasallen lassen. Die sind auch eine tolle Imperiumspunktequelle. Und alle Stadtstaaten sind ähnlich lame hier. Sollen wir überhaupt eine weitere Stadt gründen? Wir haben schon 5. Sollen wir sagen, wir bestreiten die Stadt mit 5, die Partie mit 5 Städten? Findet ihr es okay oder findet ihr das doof? Eine Stadt von den Schattenelfen erobern, von denen die alle hassen, hier oben. Das kann man machen. Wie stark sind die? Das ist die Militärliste, ganz schwach. Wir würden unsere Nachbarn uns für lieben. Die Thronstadt erobern. Alle raufziehen, die Stadt holen und das wäre dann die nächste. Nahrung ist da. Diverse Ressourcen sind da. 10 Bürger. Eine Stadt direkt um die Ecke. Das wäre eine Option, ne? Also ich glaube, mehr als auf der Karte mehr als 5 Städte ist Quatsch. Und lieber, wir bauen lieber noch ein paar Außenposten, die sind schön billig. Einverstanden? So, jetzt greifen wir hier einmal an. Oh, wir sollten lieber noch einmal heilen. Sonst müssen wir in ein 319 lieber einmal zurückziehen und nochmal heilen. Die, die angeschlagen sind, die beiden, die ziehen wir mal hier hin zurück. Automatikkampf bitte. Alles geschafft. Ein Zwergenhammer für uns. Stufe 2 Einheit. Und ein bisschen Gold, danke. So, und jetzt ziehen wir mit denen. Das Territorium hier schließen wir an in einer Runde schon. Sehr schön. Weltwunderclaim. Wir würden zurück in den Tieren Weltwunderclaim mit denen. Pekai, danke fürs 20. Abo. Grüße an dich, Pekai. Hi. Können die noch weiterziehen hier? Nee, ne? Ja, dann ziehen wir die sogar in die Stadt rein. Da heilen die noch schneller. Das ist ein Silberwunder. Das hätte ich auch gerne, aber das dauert noch. So, hier haben wir nichts Doofes aufgedeckt. Oben hatten wir was entfernt. Wir ziehen hier mal ganz dicht dran. Buddeln einmal hier. Dann könnten wir gucken, ob es sich hier lohnt noch mit irgendwas, aber das halte ich für Unfug. Mal schauen, ob wir hier was aufdecken. Ja, sehr schön. Was bekommen wir? 78 Produktion in der nächstgelegenen Stadt. Das sollte hier vorne sein, in Waldweide.
Einmal in den Untergrund. Oder erstmal den Rest vom Fog of War hier noch lüften und dann in den Untergrund. Vielleicht decken wir, wir sind einmal hier oben. Oh, eine Plage. Ja. Einmal zusammen eine große Armee bilden, bitte. Einmal raufgehen. Und einmal, jetzt müssen wir uns festlegen, welche der beiden Armeen wollen wir verstärken, die im Westen oder die im Osten? Wenn wir das Weltwunder hier zum Beispiel einnehmen wollen, das Silberwunder, dann würden die beiden Helden uns extrem helfen. Und die wären auch relativ schnell dort. In wie vielen Runden? In der überübernächsten könnten die schon unten mitkämpfen. Die müssten eigentlich nur bis hier hinziehen, da könnten die hier schon mit. Nee, die müssten hier ganz draufziehen. Oder eine Tier, wir ziehen die nach Westen hin und helfen der Armee hier links. Aber ich bin dafür, dass wir erstmal hier unten bleiben. Oder wir teilen die auf. Eine Armee nach oben, eine nach unten. Ein Held nach oben, einer nach unten. Den hier, den ziehen wir mal solo nach oben hin. Und er kann dann oben eine Armee ausheben. Dann können wir ihm hier eine Armee ausheben. In der Stadt. Aus lauter Billigeinheiten. Wenn wir wieder Geld dafür haben. Weil die sind bei uns besonders billig im Unterhalt halt. Das heißt, wir splitten die hier. Nehmen den Kollegen hier. Hat der hier auch die Fähigkeit, dass Einheiten inspirierende Anführer billiger im Unterhalt sind? Hat er. Sehr schön. Stufe 5, Stufe 5. Er zieht solo nach links raus. Und mit der Einheit hier, wir wollten hier unten runterziehen und mal gucken gehen. Also wir haben die Alternative, dann zwei Helden. Wir können auch einen Helden raufschicken, zwecks Außenposten gründen. Oder beide. Und nachher werden alle Ruhe wieder zurückziehen. Das können wir auch machen. Aber das ist für einen Wunder, dass wir vielleicht mal irgendwann haben. Ich würde eher, lass es mal nach unten, mehr Sicht auf die Karte. Vielleicht wollen wir hier noch was gründen. Das kriegen wir klein, komm. Einmal hier drauf. Wunderbar und ein Level Up sogar. So. Einheiten, die gläubiger sind, haben mehr Moral. Das ist ein Zauber, den wollten wir demnächst machen. Dann haben wir viele Gläubiger. Alle Einheiten in der Armee können sich besser verteidigen. Machen wir sofort. Oder offensiv. Alle Einheiten, inklusive des Helden, sind stärker. Die sind ohne den Held alle mit mehr Schaden. Ist beides gleich gut. Wir denken mal offensiv hier. So, und jetzt geht's wieder zurück, zwecks heilen. Auch hier ein Level Up. Bei Orvus Eckert. Inspirierender Anführer. Das war, was war das nochmal? Das war mehr XP, glaube ich, ne? Für alle Einheiten. Wir können wieder Sachen bauen. In Wahlweide, 353 Gold sind da, sehr schön. Wir haben relativ wenig Nahrung. Die Gutshalle schalten wir frei mit 3 Förstereien. Im Augenblick haben wir 2. Ja, wir müssen aufs Geld gucken, leider. Leider müssen wir aufs Geld gucken. Und wenn ihr euch mal mit mir rumblickt, die Stadt ist schon gut expandiert. Es gibt nur noch 2 Sachen hier direkt in der Nähe. 3. 3 Felder, die noch spannend sind. Plus 79 geht so halbwegs. Noch mehr Gold. Verstärkt. Bessere Einheiten rekrutieren oder mehr Produktion. Wir könnten mal schauen, ob wir Mana verkaufen können.
an unsere Vasallen und damit Geld erhalten können. Wir gucken mal, welche Deals die im Augenblick haben. Wir klicken alle unsere Vasallen einmal durch. Wir könnten 48 Mana pro Runde ausgeben gegen 24 Wissen. Das läuft 10 Runden lang. Oder in der nächstgelegenen Stadt gegen 13 Gold 24 Nahrung mehr bekommen. Das wäre hier vorne in Westpracht. Ich weiß, wir haben wenig Gold, aber 24 Nahrung mehr für 3 Runden. Dann wird die Stadt im Hand umdrehen. Hier können wir auch was bauen schon wieder. Weiter expandieren. Der Kornspeicher braucht 2 Förstereien. Wir holen uns hier 10 Gold mehr pro Runde. Ich will, dass die Stadt schnell wächst. Wir hauen das Geld aus dem Fenster für die Nahrung und den Kornspeicher hier. Oh, das war gar nicht die Stadt hier. Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Das war... Schnittfurt ist hier. Ach, das ist doch die nächste. Nee, die nächstgelegene Stadt ist die hier unten. Sonnental. Sonnental hat genug Nahrung. Plus 133, um Gottes Willen. Das reicht auch völlig aus hier. Da können wir den stattdessen Mana verkaufen. Wir haben ein dickes Plus. 10 Runden lang und dafür noch mehr Wissen bekommen hier. Dann schauen wir nochmal weiter, mit wem wir sonst noch Handel treiben können. Ja, Cirona ist die Stadt im Untergrund in der Nähe unserer Hauptstadt. Wir können Geld ausgeben gegen Mana oder Geld gegen Nahrung. Ich will kein Geld ausgeben. Wie viel Nahrung haben wir hier? 83. Also haut mich gerade nicht vom Hocker. Und die nächste Stadtstadt? Nächste Stadtstadt war noch Stellgardes hier vorne. Liegt in der Nähe von dieser Stadt hier vorne, von Waldweider. Ein Handel ist drin. 41, nochmal 41 Mana gegen nochmal Wissen. Komm, das machen wir. Wir ertrinken in Wissen. Wir wollen ganz schnell 250 Wissen jede Runde. Wahnsinn. Wahnsinn. Und nur Mana ausgeben ist völlig okay. Können wir eigentlich Einheiten erzaubern? Wir können unserem Volk Tierverbundenheit geben, damit Tiere und Kavallerieeinheiten mehr Schaden haben. Da nutzt uns im Augenblick gar nichts. Ja, das hatten wir gerade freigeschaltet, ne? Dass viele unserer Einheiten neue schlummernde Eigenschaften dazu bekommen. Und zwar die, die nicht aus unserem Volke sind. Die aus unserem Volke haben die eh. Das können wir machen. Dauert nur eine Runde. Armeeheilung brauchen wir auch immer. Lichtbringer, Stufe 4 Einheit, die sehr viel Mana im Unterhalt kostet. Da unten steht's. Könnten wir uns auch leisten. Dann werden wir fit für ein Weltwunder. Wir fangen erstmal mit dem Verzaubern an hier. Einmal nach Schimmerwald. Stufe 4 Einheiten würden Reichspunkte kosten, ja, aber da stand gerade in der Einheitenversorgung stand das nicht mit drin. Ich hoffe, der Tooltip stimmt. Ich verlasse mich mal drauf. Hier vorne könnten wir bauen. Ja, wir verkaufen im Augenblick viel Mana, dann lohnt sich selbst so ein Kornspeicher. Noch mehr Nahrung. Geht beides. Wir fangen mit dem Schrein mal an. Dann machen wir oben mit der Nahrung dann weiter. Sonnental. Noch mehr Produktion. Wir hatten uns überlegt, ob wir uns die Gutshalle gönnen. Die drei Förstereien, wir haben noch keine eine. Die kriegen wir eh nicht. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn teuer hier. Danach können wir aber nichts mehr bauen. Wo hatten wir denn sonst noch Produktion offen? In Tiefenheim. Wir lassen hier die Produktion mal für eine Runde ganz raus.
Dann produzieren wir einen kleinen Goldüberschuss und dann können wir in Tiefenheim, ich glaube, das ist, wir haben ja auch eine Stadtliste hier, ne? Die nutze ich fast nie. Oh. Waldweide hat auch noch keinen Bau. Dann bauen wir hier vorne einen schnellen Schrein, sparen wir ein bisschen Geld. In der Hauptstadt in Tiefenheim lassen wir es weg. Und hier in Sonnental können wir irgendwie Billiggeschichte bauen. Nochmal 15 Mana mehr. Mehr Zufriedenheit. Das Volk ist zufrieden. Bauen wir ihn mal. Eine Mana-Bibliothek, weil Mana verhökern wir ja gerade. Außerdem können wir gleich Einheiten uns erzaubern. Und hier lassen wir die Produktion weg. Eine Runde weiter, Leute, ja? Okay?